Hey Clasher, Rang 1 und auch Rang 2 in der Legende nutzen zurzeit die gleiche Strategie. Also dachte ich mir, komm, nutzen wir sie doch einfach mal und kopieren sie selber, denn es geht natürlich wieder um die Superschweinereiter und Schweinereiter, über die wir heute reden, mit dem Queen Chart. Hier wahrscheinlich zurzeit mit einer der stärksten Strategien, wenigstens die stärkste Strategie, wenn ihr konstante Erfolge haben wollt. Aber dafür darf der Queen Chart auf jeden Fall nicht schief gehen und genau das versuchen wir jetzt hinzubekommen. Deswegen würde ich sagen, let's go mit den Angriffen. Okay, was haben wir hier? Wunderschönes Clanburg ist relativ weit außen. Unsichtbarkeitsturm, wir hatten also wirklich sehr, sehr viele hier oben. Und jetzt natürlich die Sache, können wir irgendwie hier gleich Schaden rausbekommen? Wir können hier auf jeden Fall, es wird schwierig. Hier unten können wir mit dem Flinger gegebenenfalls arbeiten. Mit einer Valkyrie könnten wir ablenken. Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall auch machen. Normalerweise, was die Stärke dieser Strategie ist, dass wir halt eben den Zeppelin benutzen können, um hier irgendwie etwas zu bekommen. Aber ich glaube, hier in dem unserem Beispiel sollten wir auf jeden Fall mit genau dem hier arbeiten. Testballon mit dazu, beziehungsweise nicht Testballon, aber allgemein hier. Damit die Valkyrie, beziehungsweise allgemein hier alles schön tankt. Wunderbar. So, jetzt geht's hier oben gleich direkt weiter. Einmal nach hier oben die Königin. Dann haben wir drin Titanen, Eisgolem, alle so gut, alle wunderbar soweit. Jetzt haben wir trotzdem mal testen, ob hier weitere Tesla überfahren sind. Scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Heiler verzögere ich gerade wegen der Titanen. Ansonsten würden die schon mal Schaden abbekommen. Und das wäre natürlich nicht das, was ich mir hier gerade wünsche. Deswegen müssen wir jetzt kurz gucken. Unten scheint aber erstmal alles okay zu sein. Das heißt, wir warten und konzentrieren uns jetzt hier oben drauf, was passiert. Testballon einmal. Normalerweise kann man hier auf jeden Fall gut schwarze Minen erwarten. Und genau das ist auch hier anscheinend der Fall. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob wir das einigermaßen hier hinbekommen. So, Heiler mit dazu gleich. Wutsau mit dazu, denn wir müssen auf jeden Fall gleich den Kollegen hier frosten. Genau so ist es. Und da natürlich auch hier gleich reinbrechen, denn das wird auf jeden Fall ein heißes Tänzchen werden. So, König hier mit dazu. So. Enchanter, Mauerbreche. Königin. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall schon mal ein Skelettsau mit dazu packen. Denn das, ihr seht schon, wird auf jeden Fall kein einfaches. Frostzauber hier mit dabei. König ist oben noch mit dabei am Arbeiten. Wir können gleich noch einen weiteren Mauerbrecher mit dazu packen. Weitere Ballons hier mit dazu. Schwarze Biene und Co. ausgelöst. Immer wieder gut zu sehen. Unten der Flinger ist immer noch am Arbeiten. Perfekt für uns. Und jetzt müssen wir gleich echt Schaden hier von unserer Königin runternehmen. Ich glaube, das bekommen wir noch einen Weg hin, oder? Und zwar, wenn wir von der rechten Seite hier starten. Oder am besten von der linken wegen der Luftabwehr. Jo, wir starten von der linken von der Luftabwehr hier. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das Bessere. Unsichtbarkeitszauber hier. Uiuiuiui, wenn das nicht knapp war. Okay. Das ist jetzt hier. Headhunter für die gegnerische Gladiator natürlich mit dazu. Wutsauber, ich glaube, wir sind erstmal okay, was das alles angeht. Wächterfähigkeit auch für die Headhunter natürlich. Dann können wir von hier außen nach und nach natürlich, hoppala, mit den Schweinen nachsetzen. Aber das sieht doch ansonsten schon mal gar nicht so verkehrt aus für uns, für unseren Angriff. Frostzauber haben wir auch gleich noch mit dabei. Wunderbar. Und dann geht es von hier unten mit weiteren Schweinen mit hinterher und dazu. Und dann sollten wir noch hier die drei Sterne auf jeden Fall uns verdient haben. Von daher, sehr guter Queen Charge für uns. Natürlich sehr krasse. Sehr, sehr krasse Heavy Teaser Base hier oben. Haben ändert alles wunderbar so geklappt, wie wir es erhofft haben. Und damit die drei Sterne auf jeden Fall verdient. Aber das ist eben der Grund, warum die ganzen Leute oben in der Legende diese Strategie spielen. Weil es halt eben so flexibel ist. Auch wenn einfach aufgrund an sich der Anzahl der Ballons und aufgrund der Clanburg des Inhaltes dort viele den Zeppelin spielen, kann man dennoch immer noch wechseln und gegen andere Ballonsmaschinen austauschen. Und es ist jedes Mal effizient. Weiter geht's, dieses Mal mit einer Boxbase. Was können wir hier Schönes rausbekommen? Wir haben hier hinten wieder einen sehr, sehr ekelhaft aussehenden Bereich, den wir, glaube ich, auf jeden Fall irgendeine Art und Weise rausbekommen müssen. Ich glaube, es wird ansonsten sehr, sehr ekelhaft. Ansonsten haben wir aber auch hier einen Rathausbereich, der nicht ganz ohne aussieht. Wo genau gehen wir jetzt also am besten rein, ist die Frage. Ich würde behaupten, wir könnten hier unten erstmal reingehen, mit unserer Königin. Das heißt hier, wir können die Valkyrie außen spielen, um auf jeden Fall nicht Probleme mit der Luftabwehr zu bekommen. Dann brechen wir hier gleich rein. Da ist schon mal die Tesla-Farm. Da haben wir schon mal einiges gefunden. Heiler natürlich mit dazu. Wutz aber auch direkt mit dazu. Und dann müssen wir gleich hier unten den König benutzen, um den hier nach und nach reinzubekommen. Und natürlich darauf aufpassen mit dem Monolith. Deswegen nutze ich hier den Skelettzauber. Ich muss ihn relativ weit nach außen setzen, den Skelettzauber. Ansonsten könnten wir Probleme bekommen. König jetzt gezündet, er läuft nach außen weg. Genauso wie wir uns das Ganze hier wünschen. Und da hat sie doch bisher schon mal gar nicht verkehrt aus. Mal nochmal kurz schauen. Hier gehe ich jedenfalls ein Babydrachen mit dazu. Denn meine Königin muss auf jeden Fall
Richtung linke Luftabwehr. Oh no. Das könnte natürlich jetzt problematisch werden. Komm schon, geht zur linken Luftabwehr. Jetzt zur linken Luftabwehr. Genau deswegen zur linken Luftabwehr. Mauerbrecher, okay. Oh Gott, bitte geht zur Luftabwehr. Bitte geht zur Luftabwehr. Da sind super viele Hexen hier drin. Aber die Luftabwehr muss fallen. Soweit so gut. Okay, Luftabwehr ist gefallen. Wunderbar. Jetzt würde ich gleich behaupten, dass wir, glaube ich, den Zeppelin spielen können mit den Schweinen zusammen. Auch wenn hier Luftfeger ist. Ich glaube, das sollte möglich sein. Rote Mine ist ja auch. Ich hoffe, hier kommt nicht gleich zu viel Luftschaden noch mit dazu. Schwarze Mine. Ach, die grüne Neune. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt hier gleich auf der unteren Seite und dann mit dem Zeppelin ab zum Rathaus. So, alles gut soweit. So. Und natürlich alles mit dazu. Königin. Königin-Fähigkeit, dass hier ein bisschen mehr Schaden drauf ist. Und dann können wir gegebenenfalls gleich noch mit dem... Hoppala, Wächter hier. Können wir gegebenenfalls gleich noch mit weiterarbeiten. Soweit aber sieht das Ganze schon mal sehr, sehr gut aus. Auch wenn der Dienstmusterkollege ist, sollte es klar gehen. Königin bis hierhin erstmal soweit guter Dinge. Nutzt einfach den Blutzauber hier oben, dass wir schnell durchkommen. Von außen setzen wir nach und nach Truppen mit dazu. Gegnerischer König oben kann nochmal gefährlich werden. Geradeaus alles wegbekommen, ohne größere Probleme unsererseits zu haben. Hinten raus, Frostzauber. Können wir die Königin rausbekommen? Wäre natürlich geil. Schaffen wir das, ist jetzt natürlich die Frage. Hier ein paar Ballons außen mit dazu. Frostzauber hier mit dazu. So, Außenmagier und Co. nachsetzen. Und jetzt wird es hinten raus nochmal ein ordentlicher Kampf, glaube ich, hier. Digi natürlich noch mit am Start. Wir haben auf jeden Fall Zeit natürlich nicht auf unserer Seite. Headhunter außen für die Aufräumarbeiten. 25 Sekunden jetzt noch. Hey, komm schon. Wir haben die Reiter, die außen noch mit dabei sind. Wir haben die Gladiatoren mit ihrer Fähigkeit noch. Ich würde sagen, auch am besten verzögern. Jetzt, glaube ich, benutzen. Jawollo, hier sind einige Gebäude rausgegangen. Aber der X-Bone, der wird auf jeden Fall gefährlich mit dem Streukatapult zusammen. Oh, die Bone-Skelettfalle. No, no, no. Und damit reicht es am Ende ganz, ganz knapp nicht. Aber ihr seht auf jeden Fall, mit guten Queen Charges bekommt ihr sehr, sehr sichere hohe Prozent. Und das ist ja auf Rathaus 15 häufig schon an sich genug, um wirklich ganz oben mit dabei zu sein. Ich meine, ich war letzte Saison Platz 11 global, bevor das Event gestartet hat, mit einer Offensiven von 265, 270, sowas in dem Dreh, durchschnittlich über die Saison hinweg. Und dann war ich Platz 11 global. Das heißt, ihr seht, weiter oben mit einer soliden Verteidigung zusätzlich könnt ihr oben gut mithalten. Und konstant über 30 Pokale zu holen, ist ein weiterer super wichtiger Punkt. Von daher würde ich sagen, mal schauen, ob wir nochmal um die 40 holen können oder ob es bei über 30 bleibt mit dem nächsten Angriff. Ringbase und weiter geht's. Und auch hier wieder sollte man recht gut mit dem Zeppelin arbeiten können. Aber erstmal natürlich jetzt hier ganz, ganz wichtig, wie genau gehen wir das Ganze hier am besten an? Ich würde behaupten, wir gehen am besten das Ganze an, indem wir einfach direkt in den Mono reinchargen. Allerdings über einen kleinen Umweg. Ich denke, das sollte am Ende auf jeden Fall ein bisschen besser funktionieren. Das heißt, wir starten mit unserer Königin auf jeden Fall hier auf der Seite. Natürlich hier einmal den Kollegen, die Valkyrie mit dazu. Und natürlich die Heiler mit dazu, alle. So, die Königin soll jetzt an sich mehr oder weniger komplett einmal unten rumlaufen. Weswegen machen wir das? Wir machen das am Ende mehr oder weniger dafür, dass die Königin nicht am Ende nach hier oben gezogen wird, falls sie doch Gebäude am Ende stehen bleiben. Und das ist an sich schon der gesamte Zauber daran. Das heißt, stattdessen läuft die Königin einmal unten rum und dann kann sie getrost hier unten in den X-Bone reinlaufen und wird nicht irgendwie von außen abgelenkt von irgendwelchen Gebäuden. Und das ist am Ende wirklich auch, ja, die ganze Magie dahinter. Am Ende, den Zeppelin werden wir gleich, genauso wie eben gerade, Richtung Zentrum spielen mit unserer Wächterfähigkeit zusammen. Das ist am Ende das ganz Wichtige. Das nächste, was hier noch super wichtig ist und was ihr immer mit berücksichtigen müsst, wenn ihr mit einem Zeppelin spielt, ist die Tornado-Richtung. Das heißt, die Drehrichtung der Tornado-Falle. Und das heißt für uns, wir müssen zum Beispiel, wenn ich mal kurz schaue, dass wir das ganz einmal richtig managen. Das heißt, wir müssen hier... Ich muss kurz schauen, dass meine Königin nicht stirbt, das wäre ein bisschen ärgerlich. Das heißt, wir müssen hier mehr oder weniger von der oberen Seite am Ende starten, einfach aus dem Grund, denn die Tornado-Richtung würde uns vom Rathaus wegrotieren, wenn wir von unten angreifen. Allerdings, wenn wir von oben dazu kommen, dann sollte das Ganze passen und deswegen genau werden wir es natürlich auch so machen. Jetzt natürlich hier unten den König aber mit dazu, der kann einfach hier sein Ding machen. Königin ist guter Dinge, auch wunderbar. Und dann starten wir jetzt einmal hier oben mit unseren Schweinchen. Wunderbar, hier nochmal hier. Kollegen mit dazu. Wir können hier so ein Skelettzauber mit dazu setzen. Zeppelin jetzt hier mit der durch. Wutzauber unten. König Wutzauber und Co. Das ist echt die Wächterfähigkeit. Zack. Einmal hier. Luftfeger ist ja wieder dagegen. Aber da wir keinen Wutzauber nutzen für die Schweine direkt,
ist das Ganze vollkommen okay. Jetzt können wir uns mal schauen, wo die Tornado-Falle ist. Ist die Tornado-Falle irgendwo? Scheint erstmal nicht da zu sein. Das heißt aber, worst case für uns wäre gewesen, dass wir ins Rathaus reinrotiert worden wären. Deswegen super wichtig. Falls die Tornado-Falle hier auf der unteren Seite gleich sein sollte, wisst ihr, ja, mit einer guten Tornado-Falle wären wir komplett vom Rathaus wegrotiert worden. Deswegen immer dran denken, Tornado-Richtung und wo ihr sie natürlich am Ende auch erwartet. Frost habe ich noch kurz mit dazu. Wir sollten vielleicht die restlichen Schweinchen mit dazusetzen hier. Mir fällt gerade auf, dass wir noch jede Menge Ballons übrig haben und den restlichen Magier mit dazu. Und das heißt für uns am Ende 3 Sterne Belohnung ist auf jeden Fall da. Solche Kleinigkeiten wie Tornado-Falle und die Richtung, wie sie rotiert, sind immer super wichtige Sachen, falls man eine Strategie spielt, die wirklich die den Zeppelin als ja, Essenz mit dabei hat. Und bei dieser Strategie ist der Zeppelin wahrscheinlich die meistgenutzte Strategie, die ihr benutzen werdet, oder die meistgenutzte Belagmaschine, die ihr benutzen werdet. Und deswegen super wichtig, dass ihr sowas im Hinterkopf habt. Ansonsten lief für uns gar nicht schlecht, würde ich sagen, mit der Strategie. Aber muss mit dazu sagen, es ist nicht ohne. Es gibt einen Grund, warum diese Strategie an sich primär nur in der oberen Legende vorkommt. Ich kann es auf jeden Fall euch nur so sagen, falls ihr davor nie Queen Shadows gespielt habt oder ähnliches in Clash of Clans, ihr werdet ein wenig brauchen, um hier reinzukommen und ihr werdet nicht direkt Erfolg haben. Wenn ihr natürlich durchpowern könnt und eben die Motivation beibehaltet, dann ist auf jeden Fall Queen Charge eine unfassbar starke Möglichkeit, um in Clash of Clans eben gute 3-Sterne-Angriffe rauszuhauen. Wenn ihr allerdings dieses Durchhaltevermögen nicht habt, dann wird es schwierig. Falls ihr die Armee kopieren möchtet, ist der Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Wir sehen uns natürlich morgen wieder zum nächsten Video rein und natürlich tschö.